Er atmet noch, aber die scheinen ihm einige Knochen gebrochen zu haben. Außerdem hat er schwere Verbrennungen. Sieht so aus, als sei er mit Stromschocks gefoltert worden. Ich nehme mal seine Hundemarke an mich. Vielleicht kann Sergej ja etwas für seinen aufgeflogenen Informanten tun. Das ist Solotows Marke. Dienstgrad Gefreiter, Dienstnummer 31545. Ein fünfstelliges Zahlenschloss. Das mit reinem Ausprobieren zu knacken, kann ich vergessen. 3, 1, 5, 4, 5. Ob das Schloss nun aufgeht? Wer sagt's denn? Geht doch. Da liegt was drin. Ein Passierschein. Das müsste der sein, den ich von Solotow bekommen sollte. Steht sogar mein neuer Name drin. Nina Parkova. Dann mal rein in die gute Stube und herzlich willkommen an Bord der MS Langeweile auf dem Weg zum Ende der Welt. Verdammt, der Zug fährt los. Was mache ich jetzt? Bislang habe ich noch keinen Hinweis gefunden, ob mein Vater nun an Bord ist oder nicht. Andererseits, wenn ich jetzt nicht weitersuche, werde ich es nie herausfinden. Und eine wirkliche Alternative habe ich ja sowieso nicht. Hoffentlich geht das gut. Haben Sie ihn gefunden? Leider noch nicht, aber wir verfolgen eine konkrete Spur. Das ist nicht zufriedenstellend. Uns läuft die Zeit davon. Das Projekt muss wie geplant starten. Es sind ein paar Probleme aufgetaucht und die kleine Kalenko... Langweilen Sie mich nicht mit Einzelheiten. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie nicht mit ein paar Amateuren fertig werden, oder? Nein, ich... Gut, dann wissen Sie ja, was zu tun ist. Sich selbst in den Schlaf gelabert. Eine leider viel zu seltene Begabung. Wurde aber auch Zeit. Das sinnlose Gefasel hätte ich mit Sicherheit nicht mehr lange ausgehalten. Leute, die einem von ihren Verdauungsproblemen erzählen, sind schon nicht die angenehmsten Gesprächspartner. Aber wenn sie dann auch noch detailliert beschreiben, welche Wirkung das kürzlich eingenommene Rizinusöl gehabt hat. Jetzt kann ich mich hier erstmal in Ruhe umsehen. Zwei Maschinengewehre. Wenn er schläft, sieht er richtig friedlich und harmlos aus. Scheint eine strategische Karte der Tunguska-Region zu sein. Die Pfeile sehen aus wie Truppenbewegungen, kann mich aber auch irren. 25 Watt. Tja, wenn man wenig in der Birne hat, kann man auch keine helle Leuchte sein. Eine angebrochene Flasche Orangensaft. Getrocknetes irgendwas. Könnten früher mal Früchte gewesen sein. Akazienhonig. Süß und mit einem milden Aroma. Ich weiß das. In meinem früheren Leben war ich eine Honigbiene. Bislang war ich immer der Meinung, man könnte Eiern nicht ansehen, ob sie bereits schlecht sind oder nicht. Ich habe meine Meinung soeben geändert. Ein großer Topf. Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Rein damit. Das wird bestimmt lecker. Oder auch nicht. Egal, was ich da jetzt noch reinschmeiße, besser wird's wohl nicht mehr. Wenn ich das richtig sehe, könnte die Pampe jetzt eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Marmelade aufweisen.
Er ist groß und ich brauche ihn nicht. Also lasse ich ihn hier. Viel passt nicht in die Flasche, aber besser als nichts. Ein Dienstplan von vor 3 Monaten. Ein Speiseplan. Heute soll's Kartoffelsuppe geben. Lecker. Oh, da haben wir ja schon die ersten Wissenschaftler. Vielleicht kann ich hier ein paar Informationen bekommen. Ich sollte nur nicht zu direkt nach meinem Vater fragen, damit niemand Verdacht schöpft. Keine Ahnung, was man mit dem Ding machen kann. Da stehen chemische Formeln drauf. Aber selbst wenn ich in der Schule besser aufgepasst hätte, würde ich die wohl nicht verstehen. Wenn ich in Physik richtig aufgepasst habe, dann kommt da Strom raus. Weißbrot, ganz frisch und so weich, dass es schon beim Ansehen fast auseinanderfällt. Eine Scheibe werde ich mir wohl mal nehmen können. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Der Wissenschaftler sieht extrem mies gelaunt aus. Hallo, wollte nur mal nachsehen, ob hier alles in Ordnung ist. Was? Ja, ja, alles okay. Und nun lassen Sie mich in Ruhe arbeiten. Ja, ganz wie Sie meinen. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Erinnert mich an meinen Chemieunterricht. Keine schöne Erinnerung. Hallo, darf ich mal kurz stören? Psst, nicht so laut. Dr. Lesniak ist bei der Arbeit und hochkonzentriert. Da sollte man ihn lieber nicht stören. Außerdem ist er eh ziemlich mies drauf. Was ist denn passiert, dass der Doktor so schlechte Laune hat? Er steht ziemlich unter Stress. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Versuchsreihe und Professor Sidorkin erwartet schnellstmöglich Ergebnisse. Verstehe. Und dieser Professor Sidorkin wird böse, wenn diese nicht schnell genug vorliegen? Naja, es geht. Aber Dr. Lesniak ist unglaublich ehrgeizig und versucht natürlich so schnell wie möglich fertig zu werden. Und wenn der Doktor im Stress ist und kein Marmeladenbrot bekommt, wird er echt ungemütlich. Marmeladenbrot? Ja, hört sich seltsam an, ich weiß. Aber er braucht das wohl, um Stress abzubauen. Andere hauen wie blöd auf einen Sandsack ein, er futtert Marmeladenbrote. Tja, wir haben alle unsere Mittel und Wege, mit schwierigen Situationen fertig zu werden. Und wenn er Marmeladenbrot kriegt, wird er umgänglicher? Ja, das hilft. Leider ist ihm sein Glas auf dem Bahnsteig runtergefallen. Und hier im Zug gibt's keine Marmelade. Ich habe schon alles durchsucht. Ich gehe dann mal wieder. Wenn ich Marmelade finden sollte, sage ich Bescheid. Das wäre nett. In dem Zustand mit ihm zusammenzuarbeiten, ist wirklich kein Vergnügen. Wer sagt's denn? An mir ist eben doch eine echte Meisterköchin verloren gegangen. Ich hätte da was für Sie. Vielleicht bessert das Ihre Laune ja etwas. Das ist für mich? Ja, klar. Sie mögen doch Marmeladenbrot, oder? Ist selbst gemacht. Nur für Sie. Vielen, vielen Dank. Sehr interessant. Selbst gemacht, sagten Sie. Ja, wirklich sehr interessant. Aber lecker. Vielen Dank. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Mir geht's schon viel besser. Na, da bin ich ja beruhigt, dass es Ihnen schmeckt.
und Ihre Laune jetzt hoffentlich auch wieder etwas besser ist. Ja, Sie haben was gut bei mir. Wenn ich mich mal revanchieren kann. Ich komme drauf zurück. Vielleicht früher, als Sie es sich vorstellen können. Jederzeit gerne. Das war knapp. Gerade soeben noch die Menschheit vor dem furchtbaren Dr. Jekyll gerettet. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Arbeiten mit ihm deutlich entspannter. Ich schulde Ihnen was. Wenn Sie also Fragen haben. Alles darf ich Ihnen leider nicht sagen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Klar. Bin ja schon froh, dass ich mir überhaupt Ihre Arbeit hier ansehen darf. Eine Soldatin, die sich für die Wissenschaft interessiert, gibt's bestimmt auch nicht alle Tage, oder? Nein. Und eine so schöne schon gar nicht. Oh, danke schön. Was Sie hier machen, sieht ja unglaublich kompliziert aus. Ja? Ist aber eigentlich ganz einfach. Die Pflanzenproben hier wurden einer Strahlung ausgesetzt, die der in der Tunguska-Region ähnelt. Die Dosis wurde erst einmal niedrig gehalten und dann immer weiter erhöht. Ich setze die Proben nun in diesem Kasten da drüben einer Flamme mit konstanter Temperatur aus und prüfe, ob was von der Pflanze übrig bleibt. Sie fackeln Grünzeug ab? Ja, so in der Art könnte man das sagen. Es gilt herauszufinden, ob ab einer bestimmten Strahlendosis der Schaden an der Pflanze nicht mehr zur absoluten Zerstörung der Zellstruktur führt. Hey, das habe ich sogar verstanden. Ich habe ja auch absichtlich 2/3 der Erklärungen weggelassen. Na toll. Da bin ich mal stolz auf meine wissenschaftlichen Fähigkeiten und Sie nehmen mir meine Illusionen gleich wieder. Tut mir leid. Was genau sollen Sie eigentlich an unserem Zielort machen? Sie meinen in der Forschungsstation? Ja, genau die. Wissenschaftliche Assistenten sind scheinbar auch auf internationaler Ebene leicht auszufragen. Es geht also um eine Forschungsstation. Vielleicht kann ich ihm ja noch das eine oder andere Geheimnis entlocken. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Station? Das darf ich Ihnen leider nicht sagen, sonst wäre die Anlage ja nicht geheim. So, so. Geheim ist sie also. Sehr schön, Junge. Nur weiter so. Ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja etwas, was nicht ganz so geheim ist. Ich habe zwar leider nur wenig Ahnung von Biologie und Chemie, aber faszinierend finde ich es schon. Ich kann da nur für das sprechen, was Dr. Lesniak und ich dort machen sollen. Klar. Die haben da ja vor Ewigkeiten schon rausgefunden, dass es in der Region abnormales Pflanzenwachstum gibt. Ist kein Geheimnis, stand ja überall in der Zeitung. Klar, natürlich. Und nun versuchen wir, dieses Wachstum kontrolliert zu beeinflussen. Faszinierend. Und mit welchem Ziel? Darüber darf ich leider nichts sagen. Aber stellen Sie sich nur mal vor, man könnte das Wachstum von Pflanzen beliebig manipulieren. Das würde auf einen Schlag das Hungerproblem in der Welt lösen. Wow, das hört sich in der Tat nach einem großen Ziel an. Sehen Sie? Was ich noch fragen wollte... Moment, wenn Sie mich löchern, dann darf ich das aber auch. Oh ja, klar. Ist nicht persönlich gemeint. Also, warum werden da so viele Soldaten ins Sperrgebiet gebracht? Sperrgebiet? Ja, in die Forschungsstation und so. Ich meine, mit dem Material und den ganzen Leuten kann man ja einen kleinen Krieg führen. Ja, also, darüber darf ich leider nichts sagen. Ihr Wissenschaftler habt Anweisungen, wir haben die leider auch. Aha, verstehe. Ich erzähle Ihnen bereitwillig alles über unsere Experimente und kaum hab ich mal eine Frage, kommt sowas. Tut mir leid, ich würde ja gern was erzählen, aber ich weiß selber nur sehr wenig und was ich weiß, ist streng geheim. Ist nicht persönlich gemeint. Ja, ja, schon okay. Ich werde dann mal wieder meine Runde machen. Alles klar, bis später. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Kann ich Sie kurz sprechen? Solange Dr. Lesniak nicht der Durchbruch bei seinen Experimenten gelungen ist, nein. Aber... Von mir aus kann auch der Zug in die Luft fliegen. Ich will nicht gestört werden. Es ist aber wirklich... Nein! 100 Watt. Mit der Birne kann man locker der Sonne Konkurrenz machen.
Naja, eine wird der Besitzer schon noch entbehren können. Wenn ich die Lampe anschalte, könnte der nette Kollege da aufwachen. Ich sollte mich besser vor ihm in Acht nehmen. Ach, welcher Schwachkopf hat das Licht angemacht? Wenn ich den erwische, werde ich wohl nochmal 15 Jahre in den Knast wandern. Naja, er wird sich bestimmt gleich wieder beruhigen. Zumindest hoffe ich das. Die Tasche mit den Medikamenten des Soldaten. Wenn ich an seine Beschreibung der Wirkung von Rizinusöl denke, wird mir jetzt noch schlecht. So, das Fläschchen Rizinusöl habe ich. Seine Schmuddelhefte und die dreckige Unterwäsche werde ich ihm gnädigerweise dalassen. Das wird mit Sicherheit ein durchschlagender Erfolg werden. Mir fällt gerade auf, dass ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen habe. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was davon abbeiße. Noch ein Marmeladenbrot für mich? Das ist ja schon fast zu viel des Guten. Vielen Dank. Köstlich. Aber ich habe das Brot wohl zu gierig runtergeschlungen. Mein Magen fühlt sich jedenfalls etwas seltsam an. Aber trotzdem vielen Dank. Lecker war es schon. Der Wissenschaftler hinter dem Schreibtisch findet das bestimmt nicht so lustig. Na, sind Laune und Konzentrationsfähigkeit wiederhergestellt? Ja, mir geht's schon viel besser. Ich weiß, diese Sucht nach Marmeladenbrot spricht nicht gerade für einen seriösen Wissenschaftler. Ist nun mal so eine Macke von mir. Ab und zu brauche ich das einfach. Ist ja okay. Wir haben schließlich alle unsere Schwächen. Auch wenn nicht alle dermaßen einander Waffel haben. Was genau machen Sie hier eigentlich? Wir untersuchen die regenerativen Fähigkeiten einiger Pflanzen. Klingt ja interessant. Wie funktioniert das? Die Untersuchung? Ja. Puh, also bis ich Ihnen das erklärt habe, sind wir beide alt und grau. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich halte Sie nicht für blöd, aber so mal eben in 5 Minuten kann man das nicht erklären. Schon okay. Wahrscheinlich haben Sie recht. Stört es Sie sehr, wenn ich Ihnen ein bisschen bei der Arbeit zusehe? Ich finde das alles sehr faszinierend. Verspreche auch nicht zu viele blöde Fragen zu stellen und Sie nicht zu stören. Na gut, aber nichts anfassen. Und wenn Sie Fragen haben sollten, Alexei wird Ihnen sicherlich gerne einiges erklären. Das ist nett, vielen Dank. Sind Sie die einzigen Wissenschaftler im Zug? Nein, soweit ich weiß nicht. Sind wohl so einige an Bord, aber die Abteile sind voneinander getrennt und die Übergänge werden von Soldaten bewacht. Eigentlich schade. Wäre bestimmt interessant, die Forschungsergebnisse untereinander auszutauschen. Naja, wir werden ja hoffentlich später noch genug Zeit dafür haben. Sie haben also keine Ahnung, welche Kollegen sich noch im Zug befinden? Nein, eine genaue Auflistung der Wissenschaftler und wissenschaftlichen Mitarbeiter hat nur Professor Sidorkin. An diese Liste muss ich unbedingt rankommen. Dann weiß ich hoffentlich auch, ob sich mein Vater wirklich an Bord befindet und wo genau ich ihn finden kann. Wer ist denn dieser Sidorkin? Professor Sidorkin? Er ist mein direkter Vorgesetzter. Der wissenschaftliche Leiter für das Biologenteam. Sie kennen ihn nicht? Eine absolute Kapazität auf seinem Gebiet. Einen größeren Wissenschaftler im Bereich Molekularbiologie gibt es derzeit wohl kaum. Oh, das muss wohl irgendwie an mir vorbeigegangen sein. Ob ich mich mal mit dem unterhalten kann? Er ist gleich im Nebenabteil. Ich an Ihrer Stelle würde ihn jetzt aber besser nicht stören. Er steht ziemlich unter Stress und ist sehr gereizt. Und wenn ich sage, sehr gereizt, dann meine ich deutlich gereizter als ich, wenn ich 2 Wochen ohne Marmeladenbrot auskommen muss. Na, dann kann ich mir das ja ungefähr vorstellen. Ich werde vorsichtig sein. Warum ist er denn so gereizt? Es gibt da ein paar Probleme, aber darüber darf ich nichts sagen.
Ich muss jetzt auch wieder an die Arbeit. Sie entschuldigen mich bitte. Mir geht's nicht so gut. Scheinbar habe ich das Marmeladenbrot etwas zu hastig runtergeschluckt. Alexei, mach bitte hier weiter und sag sie Dorkin Bescheid, sobald du ein entsprechendes Ergebnis hast. Ich werde das mal wohin gehen. Und zwar schnell. Ganz schnell. Ein bisschen Flüssigkeit sollte ausreichen. Wenn hier alles unter Wasser steht, fällt das sonst zu sehr auf. Mist, ausgerechnet jetzt fliegen hier die Sicherungen raus. Ich muss die Sicherungen wieder reindrehen. Passen Sie bitte so lange hier auf, dass keiner irgendwas anfasst? Klar, kein Problem. Danke. Ich werde ganz genau darauf achten, dass keiner hier irgendwas berührt. Keiner außer mir. Der Tisch des Assistenten. Eine der Proben, die hier analysiert werden. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Keine Ahnung, von was für einer Pflanze das ist. Der Tisch des Assistenten. Ich hol die Probe mal aus dem Glas. Tja, was mache ich jetzt damit? Ich stecke die beiden einfach mal ineinander. Was anderes fällt mir auf die Schnelle nicht ein. So, hoffentlich knallt mir die Sicherung nicht gleich wieder raus. Naja, ob ich hier wirklich irgendwann mal überraschende Ergebnisse bekomme, bezweifle ich mittlerweile sowieso. Was? Das kann doch nicht sein! Sollte es wirklich... Die Probe wurde tatsächlich nicht vollständig verbrannt, das kann man sogar mit bloßem Auge sehen. Dazu brauche ich noch nicht mal eine Analyse machen. Ich muss unbedingt Dr. Lesniak Bescheid sagen. Und vielleicht auch Professor Sidorkin. Das könnte tatsächlich der große Durchbruch sein. Und ich hätte fast den Glauben daran verloren. Und Sie sind ganz sicher, dass alle Versuchsbedingungen genauestens kontrolliert und eingehalten wurden? Ich habe immer wieder Stichproben genommen und alles überprüft. Und für Alexei lege ich meine Hand ins Feuer. Ich arbeite schon seit Jahren mit ihm zusammen. Sie haben also die Experimente gemacht. Ist Ihnen irgendeine Veränderung aufgefallen? Was für eine Veränderung? Wir müssen alles genau prüfen. Wenn das Ergebnis stimmt, ist das eine absolute Sensation. Wenn wir es aber als Sensation melden und wir haben einen Fehler gemacht, dann kriegen wir hinterher höchstens noch eine Anstellung in einem Naturkundemuseum. Also gehen Sie nochmal alles in Ruhe durch. Wir sollten uns zusammen die Analyse anschauen. Ich hoffe nur, wir haben nichts übersehen. Wenn das Ergebnis wirklich stimmt, wir werden in die Geschichte eingehen. Die Herren scheinen schwer begeistert von ihrer Entdeckung. Ich sollte die Gelegenheit nutzen und mich mal in Sidorkins Büro umsehen. Viel Zeit werde ich nicht haben, bis dieser Sidorkin zurückkommt. Ich werde mich erstmal auf seinem Schreibtisch umsehen. Vielleicht finde ich da ja zumindest die Liste der Leute, die sich an Bord befinden. Die Unterlagen sind überschrieben mit Sicherheitslücken und akute Bedrohungen des Tunguska-Projekts. Ich werde mal einen Blick hineinwerfen. Wenn ich das richtig verstehe, sind in den letzten Jahren mehrere Anschläge auf geheime und offizielle Forschungseinrichtungen verübt worden. Teilweise wurden Unterlagen vernichtet, aber sogar vor Sprengstoffanschlägen und Brandstiftung scheinen die Täter nicht zurückgeschreckt zu haben. Augenzeugen haben dabei immer wieder von Männern in schwarzen Roben berichtet,
Bislang konnte aber nie einer der Täter gefasst werden. Der Geheimdienst FSB wurde daraufhin eingeschaltet, konnte aber bis heute keine konkreten Ermittlungserfolge vorweisen. Die Vermutung, dass es sich um politische Terroristen handelt, konnte nicht bestätigt werden. Derzeit geht man davon aus, dass es sich ebenso um eine religiös motivierte Sekte handeln könnte. Männer in schwarzen Kutten? Ob das die gleichen sind, die Eddie gesehen haben will? Wenn das stimmt, steckt mein Vater in noch größeren Schwierigkeiten, als ich befürchtet hatte. Die ist riesig. Normal ist das nicht. Die muss irgendwie genetisch manipuliert worden sein. Auf dem Zettel steht, Dokumente bei jedem Verlassen des Zimmers im Safe deponieren. Unterzeichnet mit W.I.L. Wenn in diesem Safe auch die Mitarbeiterliste ist, sollte ich mich hier mal genauer umschauen. Vielleicht finde ich so auch raus, was genau in Tunguska vor sich geht und was mein Vater mit der ganzen Sache zu tun hat. Auf den Ordnern steht Tunguska-Projekt Fehleranalyse. Der obere Ordner ist für die Jahre 2000 bis 2003, der untere ab 2004. Damit werde ich so auf die Schnelle wohl nicht viel anfangen können. Hab ich's mir doch gedacht. Die kleine Kröte ist eine Schnüfflerin. Du bist mir schon in Moskau am Bahnhof unangenehm aufgefallen. Kröten bleiben halt auch in Verkleidung. Immer noch. Kröten. Aber keine Sorge. Wir werden uns jetzt ein wenig um dich kümmern. Was treibt sich dieser Kansky denn hier mitten in der Nacht rum? Vielleicht täuscht der Eindruck, aber ich habe bei dem Typen ein extrem ungutes Gefühl. Ich sollte mich auf jeden Fall nicht von ihm erwischen lassen. Die dicke Beule an seinem Hinterkopf wird er mit Sicherheit noch nicht vergessen haben. Endlich eine Antwort auf meine Anfrage. Dann bin ich mal gespannt, was mein irischer Kollege herausgefunden hat. Hallo Max. Es hat etwas gedauert, aber deine angeforderten Informationen waren nicht so leicht zu beschaffen. Es war auf jeden Fall gut, dass du mir das Original dieses Briefes geschickt hast. Doch dazu später mehr. Zunächst einmal was zu dieser irischen Gesellschaft aus dem Briefkopf. Diese Firma gehörte mal einem gewissen Ken Morangi und hatte irgendwas mit Pflanzendünger zu tun. Das Unternehmen wurde ganz plötzlich geschlossen, obwohl es wohl ziemlich gut lief. Mehr konnte ich darüber leider auch nicht rausfinden. Seitdem lebt Morangi völlig zurückgezogen auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands. Eine Karte habe ich der Mail angehängt. Jetzt aber zu einer viel interessanteren Geschichte. Ich habe den Brief, den du mir geschickt hast, mal genauer unter die Lupe genommen. So ganz leer, wie auf den ersten Blick vermutet, ist der nicht. Offenbar wurde eine Art Geheimtinte verwendet. Nicht sehr einfallsreich, aber für Leute wie dich reicht es offensichtlich. Hier kommt der Inhalt des Briefes. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Hallo, Wladimir. Habe Unterlagen bekommen. Kopie ist in Arbeit. Übergabe müssen wir noch klären. Ken. PS? Der Whisky wartet immer noch. Na, das hört sich doch schon recht geheimnisvoll an. Dieser Morangi könnte vielleicht etwas wissen, das uns weiterhilft. Ich sollte Nina... Was sie wohl gerade macht? Hoffentlich geht es ihr gut. Ich mache mir echt Sorgen um sie. Verdammt, ist nicht mein Tag heute. Erst sitze ich mit einem darmkranken Psychopathen im Abteil und nun mit einem tollwütigen Hund. Ich muss hier schleunigst wieder raus. Sobald wir die nächste größere Ortschaft erreichen, wollen die mich den Behörden übergeben. Das wäre dann wohl das Ende meiner Suche. Und vermutlich auch meins. Darauf ist eingetragen, wann, was und wie viel der Hund täglich bekommen soll. Eine Leine aus Leder. Da drin sitzt ein kleines, schnuckliges Schoßhündchen und spielt mit seinen Knochen. Ist er nicht süß? In der Box sind eine ganze Menge Fleischstücke. Ich nehme mir mal eins der Fleischstücke. Ein Staubsaugerschlauch. Flexibel, lang und weilig.
Ich krieg die Klappe nicht auf. Das ist bei Verklemmten leider keine Seltenheit. Der Hund scheint die linke Hälfte der Box zu bevorzugen. So, der sollte erst einmal beschäftigt sein. Auch wenn diese Bestie gerade in der anderen Hälfte der Box beschäftigt ist, ich sollte mir meiner Sache besser nicht allzu sicher sein. Wenn ich die flache Seite in die Klappe stecke und ihn dann als Hebel offen. Da ist ein Staubsaugerbeutel drin. Ich hole ihn mal raus. Muss ich darin jetzt rumwühlen? Naja, wahrscheinlich schon. Über der Luke muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Verschlossen. Ein metallenes Rohr. Hoffentlich hat das keiner gehört, sonst werden meine Probleme gleich noch größer. So könnte ich aufs Dach gelangen. Zumindest dann, wenn ich mir an den Glasscherben nicht die Pulsadern aufschneide. Aus dem Rohr strömt stickige Luft. Ich kann da von hier aus nicht reinsehen. Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Wenn die Heizung immer teilan ist, und davon gehe ich aus, müssten die Haare eigentlich verbrennen. Gestank dürfte dann wohl selbst ungewaschenen Wissenschaftlern auffallen. Die Chancen, dass ich das bei voller Fahrt schaffe, stehen gut. So etwa bei 2%. Und irgendwie ist mir gerade nicht nach Selbstmord. Das war aber knapp.
Also auf ein neues. Wenn irgendwer Informationen über die Wissenschaftler an Bord hat, dann doch wohl dieser Sidorkin. Als wissenschaftlicher Leiter muss er ja irgendwo die entsprechenden Informationen versteckt haben. Genosse Lenin? Dachte eigentlich, der wäre mittlerweile aus der Mode gekommen. Sieht weder besonders schön noch besonders wertvoll aus. Eine Statue. Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich sagen, er grinst mich an. Den Totenkopf nehme ich mal mit, aber mit einem kompletten Skelett werde ich bestimmt nicht in der Gegend rumlaufen. Die Schublade ist durch ein einfaches, aber leider recht wirkungsvolles Schloss gesichert. Offen. Die Statue ist im Sockel eingerastet. Eine Statue. Oh, die Statue lässt sich drehen. Aufnehmen kann ich sie aber nicht, scheint irgendwie im Sockel verankert zu sein. Offenbar hat die richtige Position der Statuen einen geheimen Mechanismus ausgelöst. Schallisolierte Wände und dann dieser Stuhl. Werden hier drinnen Menschen gefoltert? Ein Buch über den berühmt-berüchtigten Piraten Beilschmidt, der zunächst den Patriziern und dann den Kolonisten nahe Port Royal das Leben schwer gemacht hat. Ich kann keinen Griff oder Schalter entdecken, mit dem man die Klappe öffnen könnte. Hübsch. Bücher über Sir Francis Drake, Blackbeard, Henry Morgan, William Kidd, Jack Rackham. Alles nette Zeitgenossen, die unter der Totenkopfflagge die Meere von der Plage der Händler befreiten. Ein Buch über den berühmt-berüchtigten Piraten Beilschmidt, der zunächst den Patriziern und dann den Kolonisten nahe Port Royal das Leben schwer gemacht hat. Hörte sich an, als ob noch ein Mechanismus ausgelöst wurde. Ich kann aber keine Veränderung feststellen. Der Mechanismus im Bücherregal hat die Klappe geöffnet. Aber da ist nichts drin. Seltsam. Sehr seltsam. Puh, das war knapp. Da überlebe ich den Anschlag in der Wohnung meines Vaters und die Typen vom Geheimdienst und werde dann beinahe von einem Bild erschlagen. Das Leben ist manchmal echt seltsam. Was ist das für ein merkwürdiges Schloss? Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten.
Wenn ich das richtig überblicke, sollte ich mal versuchen, alle Lichter abzuschalten. Geschafft. Hoffentlich ist der Inhalt die Mühe wert und ich erfahre endlich was über den Verbleib meines Vaters. Jede Menge Unterlagen. Irgendwo muss doch diese verdammte... Ah, hier. Die Liste aller Teilnehmer am Tunguska-Projekt. Was auch immer das sein mag. Auf jeden Fall ist sie unterteilt nach Wissenschaftlern, Militär und Geheimdienst. Im Zug sind das schon über 100 Namen. In der Station weit über 1000. Was genau machen die denn alle? Naja, egal. Erstmal muss ich schauen, ob mein Vater an Bord des Zuges ist. Dann bin ich mal gespannt. Hinter einigen Namen sind Kreuze. Sind die alle tot? Ich kann nur hoffen, dass die Kreuze eine andere Bedeutung haben. Mein Vater scheint aber nicht auf der Liste zu stehen. Weder im Zug noch in der Forschungsstation. Bin ich jetzt deswegen beruhigt oder besorgt? Immerhin haben sie ihn nicht nach Russland verschleppt. Aber dafür ist meine einzige wirklich heiße Spur jetzt nur noch lauwarm. Ich werde mir mal die anderen Unterlagen anschauen. Vielleicht bringt mich das ja irgendwie weiter. Hier ist eine Mappe mit dem Titel Tunguska-Projekt. Die sollte ich mir mal näher ansehen. Jede Menge Formeln und wissenschaftliches Zeugs, bis ich das verstanden habe. Was? Was ist das denn? Hier steht etwas von einer Kalenko-Expertise. Die scheint tatsächlich von meinem Vater zu sein. Er hat wohl 1976 nachgewiesen, dass ein in der Tunguska-Region gefundenes Objekt außerirdischen Ursprungs ist. Aufgrund dieser Expertise hat dann die Regierung grünes Licht für den Ausbau der Forschungsanlage gegeben, um von der Öffentlichkeit abgeschottet Experimente mit dem Bruchstück durchführen zu können. Offenbar haben diese Experimente dann ergeben, dass man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann, wenn man bestimmte Strahlungsfelder mit diesem Bruchstück modifiziert. Daraufhin wurde das Tunguska-Projekt ins Leben gerufen, um die Technik zu verfeinern. Dann kommen seitenweise Versuchsergebnisse. Die müssen da Tausende von Tierversuchen gemacht haben. Nur mit welchem Ziel? Was versprechen die sich davon? Lässt sich das militärisch nutzen? Oh, hallo Oleg. Ich hoffe, es gibt gute Neuigkeiten. Was? Und Nina? Ist sie okay? Verdammt, wie konnte das passieren? Ich dachte, ihr passt auf sie auf. Ich will mich aber nicht beruhigen. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Und das Ergebnis... Ja, okay. Wo genau? Alles klar, bin schon auf dem Weg. So, wenn Sergejs Informationen stimmen, dann müsste dies das Militärkrankenhaus sein, in das sie Nina gebracht haben. Hoffentlich geht es ihr gut. Wie konnte es nur passieren, dass ein ganzer Zug entgleist? Man vermutet einen Anschlag. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Du musst Nina da rausholen. Ich? Ja. Alleine stehen deine Chancen besser, nicht entdeckt zu werden. War sowieso schon ein Wunder, dass wir so einfach bis hierher gekommen sind. Ich habe zwar extra einen großen Bogen um die Forschungsstation gemacht, aber so dicht dran hatte ich schon fast damit gerechnet, dass uns das Militär abfängt. Okay. Und wie komme ich jetzt da rein? Lass dir was einfallen. Prima. Aber schon mal vielen Dank fürs Herbringen. Ohne dich hätte ich das hier nie gefunden. Gern geschehen. War doch selbstverständlich. Du machst dir ziemlich Sorgen um Nina, oder? Ja. Hoffentlich ist dir nichts passiert. Du magst die Kleine wirklich, oder? Ja. Sie ist toll. So was Wunderbares ist mir noch nie passiert. Hey, aufwachen, Junge. Träumen kannst du, wenn du Nina da rausgeholt hast. Ja, du hast recht. So, nun aber los. Viel Zeit bleibt uns nicht. Ich warte hier, falls du irgendwie Hilfe brauchst. Ach ja, denk dran. Nina ist unter dem Namen Perkova unterwegs und wohl auch unter diesem Namen eingeliefert worden. Und jetzt viel Glück. Danke, das werde ich wohl auch brauchen. Eine Einkaufstasche aus Stoff. An dem Strauch hängen kleine rote Beeren. Mein Arzt sagt immer, ich soll mehr Früchte essen.
Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. Wirkt ziemlich unheimlich, mehr wie ein Geisterschloss. Ich sollte Nina da schnellstens rausholen. Scheint ein Krankenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 03112. Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Hier, bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. Hoffentlich funktioniert mein Plan. Hallo, hallo, ich hab... mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Bitte schicken Sie schnell jemanden vorbei. Ich glaube, der verblutet. Ja, aber machen Sie schnell. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagenfahrer von seiner Geschichte zu überzeugen. Im Hof bin ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch Nina finden. Leere Spritzen, verschmierte Verbände und ein Finger. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Die Lampe beleuchtet den Kellereingang. Scheint ein Abwasserrohr zu sein. Es führt ins Obergeschoss. Irgendwas wirft diesen Schatten. Irgendwas hier ganz in der Nähe. Da ist ein Schlüssel in der Lampe. Seltsames Versteck, aber immer noch besser, als ihn unter eine Fußmatte zu legen. Damit sollte es gehen. Abgeschlossen. Passt. Ab in die Höhle des Löwen. Hoffentlich ist keiner im Keller. Da sind jede Menge Medikamente und chemisches Zeug drin. Ein Diktiergerät. Vielleicht ist ja was von Nina drauf zu hören. Patient 1835. Schwere psychische und neuronale Störungen. Derzeit im Dämmerzustand. Während des Beobachtungszeitraumes äußerten sich die Symptome in optischen und akustischen Halluzinationen, reflexartigen Muskelkontraktionen und Harninkontinenz. Hinzu kommen psychogene Reaktionen, temporäre Amnesie, partielle Lähmung der Gesichtsmuskulatur und Augenflimmern. Durch äußere Einwirkung verursachte Schläfenlappenbeschädigungen, Fraktur des rechten Handgelenks, diverse Prellungen und Hämatome im Kopf- und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll wie bei den anderen Patienten bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen. Denn irgendwas scheint hier nicht zu stimmen.
Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt.